zurück. Falsches Tor. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Zap. Zap nach unten. Jetzt sollte mir diese Brücke doch kein Schaden mehr zufügen. Oder? Na gut, das war jetzt ein dummer Test. Egal, lass uns mal nicht so drauf ankommen. Es ist egal, wo ich lang gehe. Jetzt gehe ich hier. Aha. Höheres Level. Schwuppdiwupp. Halb unsichtbare Monster. Was das Ganze ein bisschen nur noch blöd macht. Ist das nur ein Grafikfehler oder sollen die so sein? Ah, wenn sie nicht da sind, kann ich auch ihnen auch keinen Schaden zufügen. Also soll es so sein. Na komm schon, stirb. Du lästiges Monster, hau nicht ab, lass dich töten. Natürlich verlängert es die Brücke. Und ja, sie machen mir keinen Schaden mehr. Sehr schön. Zap, 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 zap. Das war eine knappe Geschichte. Zap, zap, zap. Und wie zu erwarten war... Oh Gott. Ich kann sie damit stoppen, das ist interessantes Wissen. Kann ich sie jetzt vielleicht auch... Was? Nur eine Richtung? Bist du wahnsinnig? Das sind mehr als eine Richtung. Wow. Wow. Das ist echt der Hammer. Zap, besiegt. Und natürlich verlängert es die Brücke, das war zu erwarten. Aber, oh mein Gott, ich kann in vier Richtungen schießen. Das hat was von diesen, oh Gott, wie nennt man diese Spiele, wo man so meistens Raumschiffe fliegt, übelst aufrüsten kann. Und dann schießen die allen möglichen Scheiß in, na, war ja klar, ich renne erstmal rein, in alle Richtungen. Und der Bildschirm ist voller Animationen von sinnlosen Dingen. Komm schon, ihr wisst, was ich meine. Ach, das war wieder selten dämlich. Das Feuer sollte mir jetzt nichts mehr ausmachen können. War ja klar. Wie es mir nichts ausmacht, so ein Schwachsinn. Zap. Zap, 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 zap. Ja, es macht mir Feuer, macht mir echt nichts mehr aus. Ist total cool hier. Ärgerlich ohne Ende, ey. Befreit einen weiteren Maulwurf. Das sollte der letzte Maulwurf gewesen sein. Swap. Und weiter, 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 weiter. Ich neige mal dazu, eigentlich ein bisschen über sämtliche Themen reden zu wollen, aber einfach zu... Wow! Das war heftig. Über Themen reden zu wollen, aber dann zu vergessen, wie, was ich gesagt habe, weil ich dazwischen andere Dinge sage. Und ich bin schrecklich vergesslich und ich habe ein Reh befreit. Ja, ein Reh. Und ich hasse den Sommer. Kann ich nicht über den Winter kommen? Ich meine, ich habe zwar vorhin gesagt, es wäre nicht warm. Aber es ist mir trotzdem viel zu warm. Ich möchte den Winter schön kühl, überall Schnee und boah, dann können wir Skifahren und was ist das? Hier kommen wahrscheinlich die Metallviecher raus und so. Kommt schon, ihr mögt doch auch alle den Winter. Den genießerischen Winter, den schönen Winter, wo es angenehm kühl ist. Und oh, man kann schöne, angenehme, und das ist eine Abkürzung, Schlittschuh laufen und man friert nicht. Man friert vielleicht schon, aber man schwitzt nicht. Ich bin nämlich einer der Leute, die sagen, es ist besser zu frieren als zu schwitzen. Weil warm macht man sich relativ einfach. Aber wenn es einen schon mal warm ist, ist es mit dem Abkühlen jetzt alles andere als einfach. Also, das ist tiefgründige Weisheit. Oh mein Gott. Beim Klima gefällig sind. Oh komm, was für ein Scheiß. Wir sind Esther aus Greenwood, wenn du sich beweisen kannst, dass du aus Greenwood kommst. Okay, nehme ich die Abkürzung. Ich gucke nochmal, ob ich hier alles erwischt habe. Das kann ich ein bisschen unübersichtlich gewesen. Und außerdem habe ich das Gefühl, mir fehlt noch was Wichtiges. Was Wichtiges. Zap, zap. Ja.
ich. Gehe ich mal hier nach drüben. Ja, ich weiß ja nicht, wie eure Meinung ist mit lieber Schwitzen und lieber Kälte. Aber kommt schon, tiefere Weisheit, erkennt sie, versteht mich, folgt meinem Glauben. Das ist alles ein bisschen blöd. Ich gehe nach hier oben und gucke, ob hier noch was ist. Nein, oh Gott, abbiegen. Nein, nur deren Portal. Oh, blöd. Ja, offensichtlich habe ich soweit erstmal alles entdeckt. Jetzt muss ich die Bäume davon überzeugen, dass wir aus Greenwood kommen. Vielleicht hatte ich ja vorher schon was aus Greenwood. Ein Stück seltsamer Weh. Ziegenfutter. Nein, ich habe zurzeit nichts aus Greenwood oder was beweist, dass ich aus Greenwood komme. Das ist nicht sehr durchdacht. Ich habe eine Eisrüstung. Ist das nicht Beweis genug? Wahrscheinlich. Ich habe irgendwie Hunger bekommen. Egal. Flop, hallo, möchtest du nach Greenwood zurück? Zurück. Dam, dam, ba, bam, bam, bam. Und? Krokodil. Krokodil. Hallo. Maulwurf. Maulwurf. Mist, es gibt noch einen. Sachen. Dort, ohne Knochen rausgekramt. Ha. Oh, warum ist das immer so uneindeutig? Ab. Also er meint wahrscheinlich auf dem Friedhof. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann auch da irgendwo hier meinen. Verflucht nochmal. Das Spiel ist manchmal echt knifflig. So, jetzt gehe ich hier durch und rede mit dem blöde Reh. Zum x-ten Mal. Nein, hasp ich nicht, weil du das schon dreimal gemacht hast. Na, was war das denn? Blöd. Es gab mal einen Floß. Ja, ich habe das Floß gefunden, aber es redet mit mir. Was geben? Was? Wenn du mir hilfst, das Floß zu überqueren, werde ich dir etwas geben. Problem. Brauche ein Krokodil. Die typischen Brücken, die man halt so hat. Krokodile. Und ich vermute mal, ich brauche die Hundeknochen, um weiterzukommen. Ein bisschen strange. Ich würde es eher barbarisch nennen. Okay, hier gibt es irgendwo Hundeknochen. 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 Ich bewahre den Friedhof. Bla bla. Riechen. Ja. Das ist immer so lästig, diese blöden Gegenstände zu finden. Ich brauche etwas, was beweist, dass ich aus Greenwood komme. Warum konnte es nicht einfach da drüben liegen? Nein, natürlich nicht. Ach, lästig. Grrr. Grrr. So. Ich habe mal wieder absolut keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich rede mal mit Eichhörnchen. Seine Samen können auch schon sehr gut geschmeckt, ja. Der Eichhörnchen-Plot ist erledigt. Oh, ich habe hier das Eichhörnchen gefallen. Gut, das abzunehmen. Warum habe ich nicht... Eichhörn, das mir folgt. Warum ich dir folge? Moment mal. Vielleicht kann ich damit. Ja. Gott, das ist ein teuflischer Plan. Ich guck mal, ob es mir in den Engine rein folgt. Na, wäre auch zu schön gewesen. Wenn es mir in den Dungeon gefolgt wäre, hätte ich den auch zu dem Fluss bringen können und beweisen können, dass ich aus dem Dorf Greenwood komme. Einfach, weil mir so ein scheiß Eichhörnchen nachläuft. Hier entsteht auch nochmal irgendjemand Lebendiges. Ich glaube, mit dir habe ich noch nicht geredet. Hallo Eichhörnchen.
Name ist Dr. Leo. Leta ist sehr böse benutzt, um etwas zum Schluss zu sein. Ja, ja, ich kann trotzdem den Baum nicht beweisen, dass ich aus diesem blinden Dorf komme. Nestig. Okay, was mache ich mit einem mir folgenden Eichhörnchen? Geh wir machen. Nein, folgt mir nur auf den Screen. Also bedeutet das, dass keine Ahnung, was ich damit jetzt anstellen soll. Es gab einmal ein Floß, weil ich erstmal Nesten gefertigt war. So was finden, vielleicht kann es dir helfen. Ja, es will mir aber nicht helfen. Puh, hast du dich erschreckt? Nein, hab ich nicht. Lästig. So, mein nächstes Dorf nun ist dieser blöde Hundeknochen. Ich wühle immer in der Erde. Manchmal finde ich richtig seltsame Sachen. Ich habe gerade dort seinen Hundeknochen ausgegraben. Schreckt und mir vergraben. Ich wühle immer in der Erde. Sagt das immer dasselbe. Bla bla, bla bla. Ich glaube, mein Sound ist gerade abgestürzt. Mein Controller des Wassers.